Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video geht es jetzt endlich daran, dass wir die Chilis in ihre Endtöpfe einpflanzen. Und zwar seht ihr, hier habe ich schon in der Hand die Papa Joe's Scotch Bonnet Habanero Chili. Diese hier ist noch im Topf. Hier ist eine, die habe ich schon mal aus dem Topf herausgenommen. Ihr seht, wunderschönes Wurzelwerk ausgebildet. Die ist jetzt noch nicht so lange in diesem 10 auf 10er eckigen Topf gewesen. Nichtsdestotrotz sind schon schöne Wurzeln vorhanden. Das gleiche gilt hier für diese Habanero. Und zwar ist das die Jamaican Hot Choco Habanero. Das ist die mit den braunen Früchten, was ihr auch hier im Hintergrund seht. Schon ansatzweise ist hier die Bio-Gemüse- und Kräutererde von Terra Brill. Die habe ich euch ja schon gezeigt beim Thema Aussaat. Das hat ja schon wunderbar geklappt. Und letztes Jahr, was auch richtig gut funktioniert hat mit der Biogemüse- und Kräutererde, war die Tomatenkultur. Apropos Tomatenkultur. Ihr wisst aus dem letzten Video, wo es um die BLU-Neuheiten ging, war die Pepe-Tomate wieder ein Teil. Die zuckersüße Sherry-Tomate. Hier sind schon einzelne Blüten verblüht. Bedeutet, die hier sind bestäubt. Das heißt nicht mehr lang und dann hängen hier bereits die ersten Tomaten an der zuckersüßen Sherry-Tomate Pepe. Nichtsdestotrotz, in diesem Video geht es um die Habaneros und um die anderen Chilis, die ich habe. Die seht ihr hier, die habe ich hier schon fleißig eingetopft, alle wieder im 12 Liter Mörtelkübel. Die habe ich jetzt noch von letztem Jahr gehabt, von der Tomatenkultur, und warum nicht wiederverwenden. Dieses Jahr sind die Tomaten jetzt noch nicht so weit, dass ich sie eingetopft habe, werden aber auch noch eingetopft. Gibt es ein extra Video. Hier sehen wir die Jamaican Hot Choco. Im Grunde ist das ganz einfach mit dem Einpflanzen in den Endtopf. Ich muss kurz die Kamera nach unten stellen. Wir machen hier einfach ein entsprechendes Loch, dass wir den Wurzelballen dann auch gut einpflanzen können. Die Pflanze hier ist ja schon recht kompakt gewachsen, wie wir sehen können. Von daher viel tiefer einpflanzen brauchen wir es nicht. Einfach nur ein bisschen andrücken. Man muss dabei bedenken, bei so einem großen Topf mit so einem großen Erdevolumen, sobald man das angießt, sinkt das Ganze noch ein bisschen runter. Das heißt, die Erde wird abgesenkt und dann muss man durchaus wieder nachfüllen. Das heißt, immer schön noch einen extra Sack Erde bereitlegen, damit ihr, falls es sich doch zu sehr absenken sollte, weil ihr das nicht vorher angeklopft habt oder wie auch immer, oder dann ein Teil auch ausgespült wird, nochmal nachfüllen könnt. Vor allem, weil auch die Chilis in die Höhe wachsen und dann kann man unten noch ein bisschen anhäufeln. Deswegen vielleicht hier noch als Tipp, solange die dann in diesem großen Topf dann sowieso stehen, kann man sie ruhig auch etwas tiefer einpflanzen. Das heißt, dass wir hier so 8 bis 10 cm tiefer sind im Topf. Und wenn sie noch hochgewachsen ist, unten die Blätter abzupfeln und Seitentriebe und dann mit Erde auffüllen, dann wird in diesem Bereich, wo die Erde aufgefüllt ist, die Pflanze wieder neue Wurzeln ausbilden. Jetzt kümmern wir uns hier um die 7-Pot Bubblegum, die ich euch ja auch schon meine 2017 oder 2018 vorgestellt habe. Die Sorte finde ich richtig klasse. Also rein von der Optik her, Essen ist so eine andere Sache, weil die 7-Pot Bubblegum oder generell die meisten 7-Pot Sorten sehr, sehr scharf sind. Auch die Pflanze ist sehr kompakt gewachsen. Das heißt, man muss die gar nicht so tief einpflanzen. Wurzeln hat sie ja gehabt. Und sobald die sich hier jetzt eingelebt hat und das Wetter dann chilimäßig richtig gut ist, nachts hat es manchmal noch 6 Grad, aber das macht nichts. Das müssen sie aushalten. Die harten Chilis oder abgehärteten Chilis bleiben die jetzt die ganze Zeit draußen. Wenn es jetzt stärker regnet in den nächsten Tagen, gerade wegen diesem großen Volumen der Erde hier, 12 Liter passen hier rein, muss man ein bisschen aufpassen. Wenn die jungen Chilis zu nass stehen, dann ist das für die Chilis nicht so gut. Hier ist noch die Papa Joe's Scotch Bonnet Habanero. Die kommt auch noch in ihren Topf. Da drüben steht der leere Kübel. Den nutze ich dann auch noch. Jetzt schauen wir mal, was hier noch alles steht. Und zwar ist hier die Green Seasoning Habanero. Das ist die grünfruchtige Habanero. Heute ist ein bisschen windig, wie ihr seht, aber das macht nichts. Der Vorteil ist nämlich, Pflanzen, die ein bisschen vom Wind bewegt werden, machen zum einen stabilere Triebe, dass sie eben sich gegen den Wind etwas besser wappnen können, und die Wurzeln, die Wurzelbildung wird angeregt. Also Vorteil, wenn es windig ist.
Dann hier habe ich die Frontera Sweet drin, was euch vielleicht auffällt. Ich habe in jedem Kübel zwei Pflanzen. Machen wir es hier bei der Sander Cajo Braun, also der braunen Sander Mountain Longhorn, die ich dieses Jahr das erste Mal teste. Die werden ja relativ lang. Und mein Gedanke bei der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt hier zwei Pflanzen reinmache, die sowieso lang werden, kann man die dann später gegeneinander verdrehen oder verknüpfen oder miteinander verbinden und dass sie sich dann gegenseitig stabilisieren. Dann kann man sich eventuell, so ist die Hoffnung, die Stütze sparen und gleichzeitig wird das Ganze ein bisschen buschiger, weil meine Erfahrung der letzten Jahre war, dass diese Sander-Sorten, also diese ganz langen Sorten, recht schmal wachsen, nicht so buschig, wie es versprochen wird und deswegen sollen sie sich ruhig gegenseitig unterstützen. Bei der Frontera Sweet selbst habe ich auch zwei Pflanzen eingepflanzt. Der Hintergrund ist, die Frontera Sweet wird nicht ganz so groß, bedeutet, hier passen zwei Pflanzen locker in einen Topf und deswegen, die werden dann deutlich buschiger. Bei der Jamaican Hot Choco, das kann eine durchaus große Pflanze werden, genauso wie die Seven Pot Bubblegum, die ich euch vorgestellt habe, schon vor einigen Jahren. Leider habe ich keine Habanero Royo bekommen, die ich auch schon mal hatte. Die war klasse. Muss ich gucken, dass ich wieder Samen bekomme. Hier ist die Achi Mojero. Da habe ich auch zwei Pflanzen eingepflanzt. Die bleiben relativ klein. Zwischen 60 bis 80 cm sind angegeben. Die letzten zwei Jahre hat es mit dieser Sorte leider nicht so funktioniert, wie ich gehofft habe. Von daher, dieses Jahr hat es echt gut geklappt und sie haben schon Blütenknospen angesetzt. Das ist super. Dann gehen wir hier rüber. Das ist die Biquino Amarillo, auch eine kleinwüchsige Sorte, sind auch zwei Pflanzen im 12 Liter Kübel. Dann gehen wir hier rüber, das ist die Royal Gold, eine schön dunkelgelb, fast orangefarbene Habanero Sorte. Hier zu der Biquino Amarillo, die hier drüben steht. Die andere Fruchtfarbe, die Biquino Vermello, auch dieses Jahr hat super geklappt. Letztes Jahr, vorletztes Jahr hat es nicht geklappt, dieses Jahr bin ich guter Dinge. Dann sind wir hier bei der Achi Little Finger Orange. Da habe ich zwei Pflanzen eingesetzt. Die wächst momentan auch recht schmal. Und deswegen gehe ich davon aus, kann man das gleiche machen wie bei der Sander Mountain Longhorn. Die hier wächst und ihr seht schon, wie dünn und schmal das nach oben wächst. Im Hintergrund seht ihr übrigens meine Feigen nachzuchten. Da geht es im nächsten Video drum. Hier ist der neue Kräuter- und Gemüsegarten. Den stelle ich euch im nächsten Video ebenfalls vor auf Instagram oder auch in der Community, wo ich die Fotos poste, habt ihr das schon teilweise gesehen. Und heute geht es um das Thema Chilis. Aber ihr seht, die wachsen hier wunderschön vor sich hin. So, hier nochmal einen kleinen Schwenk über die Chilis. Alles wunderbar, passt, sitzt, wackelt, bis auf die, die ist noch nicht eingepflanzt. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss. Wenn ihr Fragen zum Thema Chilis habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben. Schreibt doch in die Kommentare rein, wie es euren Chilis geht. Und deswegen bis zum nächsten Video. Ciao.